Es gibt etwas, das Gott jeden Tag für dich tut. Jeden Tag hält er seine Hand schützend über dich. Vielleicht ist dir das nicht immer so bewusst und vielleicht denkst du, oh, hier hat Gott mich wahrscheinlich verpasst. Aber wenn du dir deine Situation oder dein Leben anschaust, dann wirst du zu diesem Ergebnis kommen. Der Herr hält seine gute Hand schützend über dein Leben. Ich habe vor kurzem gelesen in dem Buch Esra und dort wird etwas Ähnliches gesagt. Sogar dreimal in diesem Kapitel 7 kommt vor, weil die gute Hand seines Gottes oder meines Gottes über mir war. Das ist etwas, was Esra sagt. Und sogar der König von Persien hatte das erkannt, dass Gottes Hand auf dem Leben von Esra lag. Esra war ein Priester, ein Schriftgelehrter, der in den Geboten und in den Satzungen Gottes lebte und auch in dem sein ganzes Leben ausrichtete. Esra hatte ein tiefes Herzensverlangen, nämlich den Tempel wieder aufzubauen. Er hatte eine tiefe Liebe für das Volk. Er hatte ein Gebetsleben und Fasten war ihm nicht fremd. Und er war sich sehr bewusst darüber, dass die gute Hand Gottes auf seinem Leben war. Das möchte ich dir auch zusprechen, dass du dir dessen bewusst bist. Gottes Hand liegt auf deinem Leben. Er leitet dich. Er sendet Engel aus, damit sie dir dienen. Vielleicht denkst du an viele Situationen, wo du wirklich bewahrt wurdest, wo du nicht zu Schaden gekommen bist, wo Dinge sich geöffnet haben, in die du hineingehen konntest und die zu deinem Besten sich erwiesen haben, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Das ist das, was Esra als Zeugnis sagt. Und Esra hatte den Auftrag, diese alten Trümmerstätten des Tempels wieder aufzubauen. Vielleicht hast du in deinem Leben Dinge erlebt, wo du sagst, da sind Breschen in mein Leben geschlagen worden. Der Feind hat einfach in deinem Leben Breschen geschlagen und du sagst, das ist alles offen. Ich sag dir heute, der Herr wird diese Breschen wieder aufbauen. Das war das, was Esra gemacht hat. Und das ist das, was Gott heute in deinem Leben tun will. Er will die Dinge wiederherstellen, die der Feind in deinem Leben geraubt hat, reingeschlagen hat oder irgendwelche Dinge dir als Schaden gedacht hat. Gott wird die Dinge in deinem Leben wiederherstellen. Er wird dich wieder aufbauen. Er wird dich wieder erkennen lassen, dass die gute Hand Gottes über deinem Leben ist. Gott hat mehr für dich.